Der digitale Wandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir alle sind Lernende im digitalen Wandel. Erwachsene haben in ihrem Leben Wissen erworben und geben es gerne an junge Menschen weiter. Und in diesem ganz besonderen Projekt heute ist es dann auch einmal umgekehrt. Erwachsene lernen von jungen Menschen. Schülerinnen und Schüler werden zu Mentoren und erklären Managern die digitale Welt. Guten Tag. Ein Vorschlag, den ich da hätte, wäre... Er hat gleich in seinem Intro ja klar gemacht, welche Medien er relevant findet, welche Medien er empfiehlt. Jetzt als Privatperson würde ich jetzt zum Beispiel auch bei Airbus keinen YouTube-Channel betreiben, weil man... Dieses Reverse Mentoring-Programm jung, digital, innovativ bringt Schule, Hochschule und Wirtschaft zusammen. Ja, es war ein ganz aufregender Tag, einfach nach Berlin zu fliegen und dann mit dem Manager zu sprechen und auch dann noch eine so gute Rückmeldung zu bekommen, ist schon sehr angenehm. Am Anfang war man ziemlich aufgeregt, man wusste halt auch nicht so richtig, was einen erwartet. Ich konnte auf jeden Fall viele Erfahrungen mitnehmen und so ein Gespräch mit dem Manager hat man ja nicht alle Tage. Ich war bei Porsche in Stuttgart und das war ganz interessant, da die Unternehmen, also im Unternehmen rumzulaufen und den Herrn Awerk zu sehen, das war schon ganz gut. Professor Wortmann und Herr Professor Bruns von der Rheinischen Fachhochschule danke ich sehr für dieses Projekt. Sie haben das initiiert, begleitet und unseren Schülern eine tolle Möglichkeit gegeben, sich so zu präsentieren. Wir haben am Anfang nicht für möglich gehalten, dass der Nutzen, Erfahrungstransfer von Schüler auf Unternehmen so groß ist, wie es sich am Ende herausgestellt hat. Von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie sagen, wir machen ein Pilotprojekt draus. Ich würde mich freuen, wenn wir von diesen Projekten mehr hätten, beziehungsweise wenn wir das in die Fläche bringen könnten. Ich glaube, dass es sich hier klassisch um eine Win-Win-Situation handelt, dass eben die Schülerinnen und Schüler profitieren von den Eindrücken, die sie bekommen, wie Arbeitswelt funktioniert, aber eben die Unternehmen auch davon, was die Schülerinnen und Schüler heutzutage schon an Wissen alles mitbringen. Hier müssten meines Erachtens das Wirtschaftsministerium und das Bildungsministerium zusammen eine Initiative starten, weil es hat eine Auswirkung auf die Unternehmenswirklichkeit, aber gleichzeitig auch auf die Schulen. Und darum ist das ein Gemeinschaftsprojekt von Wirtschaftsministerium und Bildungsministerium. Das müsste das Ziel sein und ich denke, daran werden wir auch arbeiten und versuchen, dass so etwas möglich sein wird.